Jetzt Moment mal. Oh, ach so, das sind explodierende Fässer. Er sagt das doch. Mir ist aber kaum was passiert, guck mal. Auch nicht schlecht. Blue Man Group? Die was? Die Blue Man Group? Kenn ich mal, wollte ich sagen, ich kenne nur Dings, aber nicht mal die fallen mir jetzt ein. Ich bin super gut einfach in alles. Nicht. Stahlrohr. Oh, wie hießen die denn? Das fällt mir jetzt nicht ein, ey. Egal. Hier. York's Car. Ach so. Okay, cool. Haben wir das auch hier gesammelt? Schön. Eiffel 65? Was? Ich verstehe nix. Ich bin schlecht. Meint ihr? Ah, die drei, ne? Die drei kenne ich. Eiffel 65. Ja, I'm blue, da ba di ba da da. Ja, genau. Gut, die kenne ich. Die kenne ich schon. Klar, die drei kenne ich. Die Lieder kenne ich. Ich habe vergessen, dass die so heißen, aber das hat mir geklingelt. Eiffel, Moment. Die kenne ich. Hießen die auch Blue Man Group oder was? Aber die kenne ich. Die habe ich lange nicht mehr gehört. Muss ich auch mal wieder hören. Das waren so typisch 2000er und so. Auch voll cool. Aber das ist nicht die Blue Man Group. Ich glaube auch. Ja, ich habe ja gar kein Wissen hier. Was los mit mir? Ah ja, genau, die Blue Man Group. Also doch, ja, habe ich auch schon mal gesehen, so von den Bildern hier. Ich habe bestimmt was von denen schon gehört. Bestimmt. Wo sie auf Tonnen trommeln. Ja, 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 kenne ich. Oh Gott. Habe ich auf jeden Fall auch mal was gehört, gesehen. Okay. Meine Güte, ich bin schlecht. Gerade so Musikkünstler, kein Plan. Kann ich mir alles nicht so merken, so richtig. Bin froh, wenn ich mir ein bisschen was gemerkt habe. Reden, ja, red mal ein bisschen. Oh nein, nicht schon wieder dasselbe Gespräch. Warte, warte, Tanke, ne? Tanke. Wir müssen zur Tanke jetzt. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey. Moin, ich muss mal tanken hier. Hi. You from out of town? I ain't seen you here before. Passiert. Jack, der rasende Stier, Tankstellenbesitzer. I'm Francis York Morgan, FBI Special Agent. I'm investigating the death of Anna Graham. Do you have any info on Anna or any suspicious individuals? I ain't got nothing to tell the cops. What about the FBI? Shut up. At least give me your name. I'm Jack. They call me Raging Bull. That's a manly nickname. Shut it. If you're a customer, act like one and shut the mouth. Okay. Ich rede nicht mit Kunden. Ja, kaufen. Was ist mit ihm denn? Ideal zum Waschen des Autos. Autowaschen kostet aber nur $15.
$5 pro Gallone, nicht zu fassen, wie teuer das Benzin geworden ist. Das ist hier das günstigste im ganzen Spiel. Was ist denn hier? Tanken ist hier so das günstigste. Eine Schaufel $400. Was ist denn hier? Was ist das denn? Die haben noch was gesoffen. Was sind das für Preise? Ist alles so seltsam. Ja, ich tank mal hier, ne? Verdrehte Welt, echt so. Was ist denn hier komisches? Jetzt sind wir voll. Mega merkwürdig. Autolobby voll am Start. Okay. 5 Euro für 3 Liter, ist doch voll gut, oder nicht? Ja, weiß nicht, ich habe jetzt halt $15 insgesamt gezahlt, das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber eine Schaufel für $400. Hä? Was ist denn das jetzt hier für eine Welt? Wir fahren mal. Nein, jetzt habe ich die scheiß Sammelkarte da vergessen. Jetzt Moment mal. Scheiße. Er sagte 5 Euro für eine Gallone. Gegoogelt, das sind 3 Liter. Okay. Ja gut, das ist dann schon, glaube ich, sehr. Nee, das ist doch trotzdem gut, oder? 5 Euro für 3 Liter. Ja, nee, weiß ich nicht. Ist doch teuer, oder? Keine Ahnung, aber trotzdem, ich habe jetzt nicht so viel gezahlt, ehrlich gesagt. Was? Das ist alles ein bisschen sehr seltsam hier. Hier, ne? Sammelkarte, die hole ich mir jetzt noch. Kann ich den eigentlich auch verprügeln? Ginas Sponge. Ich habe einen Schwamm gefunden. Wäre 1,50 pro Liter, oder? Ja gut, ne? Ey, was bist du denn? Ein Wuffi? Hallo? Was sind die jetzt? Ja, das wäre doch schon gut. Doch, oder? Das geht doch. Gerade auch heute. Das ist doch, glaube ich. Das macht keinen Sinn, dass ich nur knapp $16 dann gezahlt habe. Vergib keinen Sinn! Weiter geht's. Ich muss da lang, ne? Mega verrückt hier, das Spiel. Ist echt mehr hier so Open World. Irgendwas. Simulator, Gedöns, Autofahrer, Kackspaten. Als irgendwas. Das ist ein sehr, sehr eigenes Spiel. Das wäre super, deswegen hier im Game Sprit günstiger als eine Schaufel. Super, ne? Das ist hervorragend. Das ist gut. Vater gefragt, 2 Euro. Ja, aber ist auch noch akzeptabel. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem halt sehr verrückt. Alles sehr verrückt. Sehr, sehr verrückt. Wenn eine Schaufel einfach 100 Mal mehr wert ist. Ach guck, ich habe Jack gefunden. Nice. Cool. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock, die zu sammeln. Weiß auch nicht. Wir fahren mal langsam zur Story rüber, ne? Da kann man angeln, guck mal. Crazy Game, Crazy Game. Ey, geh weg. Na, Schmarrn jetzt, komm. Pfui. Komm, wir gehen mal ein bisschen angeln. Entschuldigung. Was fährst denn du mir auch einfach rein? Viel zu schnell. Wir steigen jetzt hier mal aus. Zach, is there something here that you want to check out? We're supposed to go through Anna Graham's file at the sheriff's office. Später. If you want to act on a hunch, then I'm with you. Ich habe hier noch ganz viel vor. Bin ich jetzt unequipped? Okay, guck mal hier. Wasser sieht eigentlich sogar ganz okay aus. Schöne Spiegelung. Hallo, ich würde gern angeln. Wie geht denn das? Oh nein, die Musik schon wieder. Oh nein.
Okay, Standardangelroute, jawohl, auswählen. Wir haben 6 Köder. Ah, gut, dass wir die gekauft haben. Warte auf den richtigen Moment, um einen großen zu angeln. Wenn die Leine reißt, ist ein Köder verloren. Oh oh. Ja, wie denn? Auswerfen? Okay, ja, probieren wir das mal. Hä? Und jetzt? Was ist denn das für ein Schmarrn? Was ist das? Das ist ja so ein Roulette-Gedöns-Kack. Ich dachte, man muss vorschnell reagieren oder irgend sowas. Was ist denn das? Ja gut, wir haben ja noch 5 Würmer. Okay. Okay. Bezüglich Wasser könnte ich was sagen, aber ich lasse es lieber. Selber Gedanke. Ein FBI-Agent, der angelt. Geiles Game, oder? Echt so. Voll der Lebenssimulator hier. Was ist denn hier los mit diesem Spiel? Das ist ja mega witzig. Oh, oh. Nee, das ist nicht dein Ernst jetzt. Voll die Action hier. Komm, Alter, wir kriegen doch was hin. Ein Geschenk oder so ein Fisch oder irgendwas. 4 Würmer haben wir noch. Ja, geht schon. Geht schon was, komm. Dieses Spiel. Gecko, los, du musst das Museum füllen. Echt so. Oh nein. Hinten mehr Crossing angeln. Oh, jetzt pass auf. Ich krieg Werkzeug. Er angelt die Tafel. Was? Dein Fang Sichel. Was ist dieses Spiel? Echt gruselig, das Spiel, ne? Das ist ein echt krasses Horrorgame, nämlich. Die R2-Taste ist bisher wirklich das Gruseligste an dem ganzen Spiel gewesen. Ich bin so blöd. Ja, Fisch! Das ist bestimmt eine Fischmarke, oder? Nee, er hat wirklich einen Fisch dran. Schwarzbarsch. Ja, fangen, ne? Geil. Haben wir einen Schwarzbarsch. Wir haben immer noch 4 Würmer. Achso, weil wir was gekriegt haben. Doch, die versteckten Partyhörner, die auch. R2 und die versteckten Partyhörner waren bisher das Gruseligste. Ey, das ist echt heftig. Die Partyhörner. Das ist wirklich ein echt sehr spezielles Spiel, oder? Snake! Snake! Donation geangelt. Ja, echt so. Das hat mich jetzt echt überrascht. Wäre das jetzt gleichzeitig gewesen, wäre es noch so lustiger gewesen. Es war fast gleichzeitig. Aber danke schön, Blubberchen. Ich habe mich auch noch leicht erschrocken, auch wenn ich glaube, ich hänge. Oh, ein Katzenwels. Ja, den fange ich mir, ne? Einmal geht noch. Einmal geht noch. Ich hätte gern so ein Geschenk, oder? Oha! Nein, scheiße! Ah, shit. Fast das Geschenk gekriegt, oder? Na ja, komm, Alter, geh nochmal. Ich will so ein Geschenk, ich will wissen, was das ist. Was ist hier los? Oh mein Gott. Jetzt bekommen wir aber das Geschenk. Let's go, Leute. Yes. Und was bekommen wir da? Es ist eine Geschenkkarte. Dein Fang, Isaac Ingram. Bitte was? Habe ich gerade einen Engel gefangen? Warte, was?
Okay. Jetzt eine Karte gefangen? Was habe ich denn jetzt gekriegt? Naja, wir gehen mal weiter, ne? Tschüss. Isaac Newton! Ich habe Isaac Newton einfach gefangen. Ja, okay, das war jetzt Angeln. Ich verstehe es nicht. Was ist dieses Spiel? Ist lustig. Wo ist mein Auto jetzt? Ah ja. Hallo Liebe, einen wunderschönen guten Abend. Und die schlägt sich direkt durch den Chat. Richtig cool. Ist direkt erfrischend. So schön feuchtes Abschlecken hier im heißen Sommer. Na, ich mache immer Scheibenwische an. Ich bin einfach zbläht dafür, Mensch. Was anet jetzt? Das ist schon wieder Sammelkarten. Ist ja der Wahnsinn, ey. Alter, ist das ein Warum ist denn diese Welt so riesig? Das ist ja der Wahnsinn. Gehen aber an alle. Ja, das ist wichtig. Das dachte ich mir schon auch fast so. Ich muss schon so. Na, wie geht's dir, Liebe? Sonst zu weit. Jetzt, Moment. Ich wollte hier so rennen. Ah ja, das ist ja... Das kriegen wir hin. Olivia. Cool. Das ist ja ein so skurriles Spiel. Das ist so skurril. Mach zurück, Schlabber. Ja. Und jetzt? Machen wir wieder Rückwärtsgang. So. Und dann fahren wir mal über die Brücke, oder? Jetzt fahren wir mal echt zu unserer Quest hier. Was ist denn das? Genug Ortschaft erkundschaftet. Es ist schon fast 12 Uhr jetzt hier. Muss ich nach links? Ich muss nach links. Oh, hallo! Ja, red mal ein bisschen. War cool, dass es wieder aufgreift. Wir fahren mal 30. Knapp. Jetzt. Hat ein bisschen Zeit, das zu Ende zu labern hier. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes, filmed in 1978. Produced, directed, written and edited. Stimmt wahrscheinlich auch, ne? John DeBello wahrscheinlich, keine Ahnung. Awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels and the original was re-released in 95. Okay. 87 minute long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. That was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. You know, Zach, once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Ja, ja, kaufen. So, aussteigen. Mir geht es immer gut, nur der Kleine war vor kurzem krank, aber er hat es gut überstanden. Oh, okay. Ich hoffe, es war nicht zu... Ich hoffe, es war jetzt nicht Corona oder so. Aber es ist schön, wenn es ihm auch gut geht. Und dir auch. Die sind jetzt nur für dich. Danke, Liebe. Oh, schön. Was ist jetzt hier mit Öffnen? Dankeschön. Ich schlabber dich zurück, ja. Achso. Wie komme ich dann da rein? Hallo? Es ist abgeschlossen. Sehen wir uns lieber woanders um. Nee, ich will da rein. Ich sag's, wie es ist. Ja, so eine Scheiße. Das Schloss ist auf der anderen Seite. Könnte man schon aufbreaken, aber ich komme hier nicht. Da kommen wir echt nirgends durch, oder? Wie komme ich denn an die Kack-Sammelkarte da jetzt? Ja, Moment mal. Was ist denn das? Doch. Okay, da muss es irgendwo einen Eingang geben. Wir haben nicht mal richtig angefangen und ich bin schon so Sammelkarten verrückt jetzt schon wieder hier. Trading Cards Game. Games machen süchtig, Leute.
Man sieht es hier schon wieder, das beste Beispiel. Scheiß Sammelkarten immer. Wenn diese Kack-Sammelkarten sucht, ey, ist der Wahnsinn. Hier kommen wir uns auch nicht durch, ja? Weißt du, dass es dir gefällt, abgeschleckt zu werden? Ein bisschen.